Hallo Leute, herzlich willkommen hier bei uns im Keller. Habt ihr auch so eine Ecke irgendwo bei euch im Haus? Wir lagern hier immer die Sachen aus dem Garten ein, wenn es an die Wintersaison geht, und dann entsteht hier irgendwie innerhalb von einem halben Tag das totale Chaos. Ich zeige euch heute, wie das Ganze mit super wenig Aufwand so aussehen kann. Wir bauen jetzt also hier ein Wandregal an die Kellerwand und ja gut, ganz ehrlich, das ist eine Stelle, wo es aufs Aussehen wirklich nicht ankommt, wo das zweitrangig ist und wo man auch einfach nicht viel Geld für ausgeben möchte. Wir gucken also heute, wie wir so ein Wandregal wirklich möglichst günstig bauen, schauen also wirklich mal genau auf den Preis und das möchte ich euch heute gerne zeigen. Los geht's! Gut, aber bevor jetzt das Regal hier an die Wand kommt, müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Platz schaffen. So, und jetzt geht es halt darum, hier eben ein Wandregal dran zu machen. Ich habe jetzt vorher die Wand einmal schnell noch gestrichen. So einfach komme ich da nie wieder dran. Wenn das Regal erstmal dran ist, habe ich keine Chance mehr, vernünftig zu streichen. Also jetzt mal gerade schnell ein vernünftiges Weiß drüber. Ja, ich habe euch schon einige Aufbewahrungslösungen mit den Elementen von DIY-Elementsystemen gezeigt. Das werde ich jetzt auch hier wieder nutzen. Also wieder dieses Schienensystem mit den Trägern, die man da halt entsprechend einhängen kann. Ja, und das ist ehrlich gesagt auch wirklich das Coole daran. Das Ganze ist absolut vielseitig. Ich habe das zum Beispiel auf dem Dachboden auch eingesetzt. Ich verlinke das Video hier oben gerade mal. Da habe ich ganz viele unterschiedliche Aufbewahrungslösungen von Körben über verschiedene Fachböden und Co. eingesetzt. Ja, das zeigt halt, dass es wirklich für jeden Raum was, ob das jetzt hier ein Keller, eine Garage, Dachboden, irgendwelche Nebenräume ist. Aber manchmal soll es halt eben auch einfach nur ein ganz einfaches Regal sein, wie jetzt hier. Ohne Schnickschnack, sondern einfach nur ein paar Bretter an der Wand, wo man eben Sachen unterbringt. Und so habe ich jetzt gedacht, mache ich das jetzt hier im Keller mal, dass ich mal wirklich darauf achte, das Ganze eben nicht nur funktional zu machen, dass ich es halt wirklich gut nutzen kann, sondern auch mal wirklich darauf zu achten, wie bekomme ich das möglichst günstig hin. Also wie benutze ich zum einen günstige Komponenten dafür und auf der anderen Seite, wie kriege ich das mit diesen Brettern und den Regalen dann so hin, dass ich dafür auch nicht viel Geld ausgebe, weil jetzt ganz ehrlich, hier im Keller ist es halt ehrlich gesagt relativ egal, wie das Ganze aussieht, das braucht nicht stylisch aussehen, das braucht nicht schick sein, sondern es muss halt einfach nur tun, was es soll, Platz für Zeug bieten. Die Grundlage sind also erstmal wieder diese Schienen hier, die kommen an die Wand, werden da festgeschraubt und haben dann hier Schlitze in einem festgelegten Raster und in die werden dann wiederum Träger eingehangen. Die Träger gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt hier mal einen 50er. Hier ist es, glaube ich, ein 15er oder ein 20er, weiß ich gerade gar nicht genau. Die werden halt hier entsprechend eingehangen. Ich kann mir die, ich kann mir die Höhe selber aussuchen. Also das ist hier so ein Rastersystem. Ich kann das halt da einhängen, wo ich will. Habe halt die verschiedenen Tiefen, sodass ich dann halt wirklich ja, im Endeffekt auf das Regal gehen kann oder das halt so gestalten kann, wie ich will. So, wie mache ich das jetzt konkret von der Aufteilung? Die Wand hier, um die es geht, ist 1,50 breit. Ein normales Regalbrett hat eine Breite von 80 cm, bedeutet also, ja, mir fehlen halt leider 10 cm, sonst könnte ich halt genau zwei Regallängen nebeneinander packen. Geht jetzt hier nicht, ich möchte aber trotzdem möglichst durchgängige Bretter haben im Endeffekt. So, jetzt könnte ich natürlich hergehen, ich könnte eine Schiene hier an die linke Wand packen, eine an die rechte, eine mittig dazwischen auf ja, dann 75 cm im Endeffekt. Hänge die Träger ein und lege dann Bretter komplett über die gesamte Länge durch. Kann man machen, hat aber halt das Problem, dass man eben aus dem Rastermaß raus ist. Das heißt, ich habe dann hier nur 75 in der Breite, hier nochmal 75. Wenn ich doch irgendwann mal auf die Idee komme, da vielleicht einen Korb einzuhängen, da einen Stahlfachboden reinzuhängen oder sonst was, dann brauche ich zwangsläufig diese Breite von 80. Deshalb ist es sinnvoller, das so zu machen, immer möglichst oft in dem Rastermaß drin zu bleiben. Bedeutet also jetzt hier, ich mache jetzt hier eine Breite genau 80 und mache dann eine Breite, die sozusagen die ganze Restlänge abfängt und habe dann da eben nur ein Stückchen, also nur ein einzelnes Regalbrett, was zurechtgesägt ist und kann dann da natürlich nichts weiter einhängen. So, von der Montage her an der Wand ist das wirklich schnell gemacht. Ich fange jetzt hier in der Ecke an. Da kommt jetzt so eine normale Einfachschiene rein. Ich habe jetzt hier eine Länge von 1,50 m. Die gibt es in meinem 50 cm Raster von den Längen her. Da wir wirklich auch auf die Kosten achten wollen bei dem Regal, sage ich jetzt einmal kurz die Preise dazu.
Das sind jetzt die Preise, die ich bei uns im Baumarkt am Regal gefunden habe. Kann also sein, dass ihr es woanders vielleicht günstiger findet, woanders vielleicht teurer. Vielleicht steigen auch die Preise zwischendurch oder wenn ihr es online bestellt, kommen natürlich noch Versandkosten dazu. Lassen wir alles jetzt mal außen vor. Es geht jetzt mal rein um die grobe Einordnung dabei. Zum Ausrichten nehme ich, ihr seht es schon hier, immer sehr gerne einen Kreuzlinienlaser. Das ist, finde ich, tausendmal einfacher als mit einer Wasserwaage zu arbeiten. Da habt ihr automatisch eine waagerechte Linie, eine senkrechte Linie, an der ihr das Ganze eben ausrichten könnt, damit das dann vernünftig hier passt. Wie hoch ihr jetzt geht, müsst ihr im Endeffekt selber wissen. Hier ist das die oberste Position quasi für ein Regalbrett. Das heißt, ja, wenn jetzt hier das Regalbrett auf der höchsten Position sein soll, müsst ihr halt mindestens bis hier gehen. Ich nehme jetzt hier die Linie, die hier ist, richte die jetzt hier genau an der Oberkante aus von einer dieser Rasteröffnungen, damit ich halt dann da entsprechend das auf die anderen Schienen übertragen kann. Gucke, dass das hier schon mal möglichst gerade ist. Markiere mir das dann jetzt hier durch das Bohrloch. Mache das mit so einem Tieflochmarker. Damit kommt man dann richtig schön hier durch das spätere Bohrloch da rein. So, jetzt kann man eben die Löcher bohren. Kommt immer natürlich aufs Mauerwerk an, was ihr da habt, oder auf die Art der Wand. Sieht natürlich bei einer Trockenbauwand ganz anders aus, als jetzt hier bei einer gemauerten Wand oder irgendwie einem Holzständerwerk oder so. Nehmt da was, was eben halt passt dazu. So, jetzt kommen überall hier Dübel rein. Das ist natürlich was, was man fairerweise bei der ganzen Kalkulation in Bezug auf möglichst günstig auch mit einberechnen muss, klar. Ich finde persönlich aber immer, dass man bei Dübel nicht sparen sollte. Die gibt es natürlich auch in super billig. Ich nehme aber jetzt hier trotzdem Fischerdübel, weil es hält einfach viel besser. Wie spreizt sich das im Mauerwerk und so weiter? Funktioniert mit guten Dübeln ganz anders und viel besser eben als mit irgendwelchen Billigsachen aus dem Discounter. Ist übrigens keine Werbeaussage, für die ich irgendwas bekomme. Habe ich ganz normal selber im Baumarkt gekauft. So, jetzt kommt die Schiene dann hier an die Wand. Schrauben passend zu den Dübeln verwenden. Für die Schrauben gilt im Endeffekt dasselbe wie für die Dübel auch. Ich nehme Spax-Schrauben, habe ich auch selber gekauft, ist auch keine bezahlte Werbung. Und von daher kann ich euch wirklich sagen, das lohnt sich, da auf Qualität zu achten. Aber wenn ihr da wirklich billig Sachen nehmen wollt, könnt ihr es natürlich sehr gerne auch trotzdem tun. So, das ist wohl eine bombenfeste Sache geworden. Alle Dübel haben richtig gut gepackt. Sehr schön, weiter. So, die weitere Platzierung von der nächsten Schiene ist eigentlich auch eine ganz einfache Geschichte. Man muss ein Maß beachten und zwar sind das 777 mm. Das ist immer der Innenabstand von einer Schiene zum Innenabstand der nächsten Schiene. Und zwar ist es egal, was das für eine Schiene ist. Wir werden jetzt hier auch in der Mitte wieder eine einreihige Schiene verwenden. Es gibt auch zweireihige Schienen, mit der ihr quasi dann aus beiden Richtungen so einen Rasterschlitz habt und dann beidseitig zum Beispiel Träger einhängen könnt. Aber die benutzen wir jetzt hier eben nicht, weil wir halt eben möglichst günstig arbeiten wollen. Aber dieses Maß ist erstmal überall identisch. Ich trage das jetzt hier auf der Linie erstmal ab, stoße also hier eben im Zollstock dran, gehe dann hier auf 777 und mache da die nächste Markierung hin. Jetzt drehe ich meinen Kreuzlinienlaser, dass die senkrechte Linie genau die Markierung trifft und kann jetzt hier die senkrechte Linie nutzen, um da wieder die nächste Schiene zu positionieren und halt natürlich auf der gleichen Höhe. Hier habe ich einmal die Oberkante von dem Rasterschlitz genommen. Und irgendwie macht es doch mehr Spaß, wenn es nicht 10 Minuten pro Bohrloch braucht.
So, bei der letzten Reihe jetzt hier, habe ich ja schon gesagt, kann ich jetzt nicht dieses Rastermaß hier einhalten. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Breite, wo ich eben keine von den vorgefertigten Aufbewahrungslösungen irgendwie unterbringen kann, sondern hier dann jetzt im Endeffekt ein speziell zugeschnittenes Regalbett brauche. Aber macht jetzt nichts an der Stelle, dafür kann ich halt eben die volle Breite der Wand ausnutzen. Ich habe es auch wieder mit dem Kreuzlinienlaser markiert. Die Schienen hängen an der Wand. Im nächsten Schritt werden jetzt die Träger eingehängt. Gucken wir auch da mal kurz auf die Preisgestaltung. Das hier sind die 50 cm Träger. Die liegen bei 2,79 Euro. Das hier ist die 35 cm Variante. Die liegen bei 1,59 Euro jeweils pro Stück. Wir brauchen also bei drei Schienen drei. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Regalbretter für das Ganze. Und da sind eurer Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt, gerade wenn es jetzt eben darum geht, möglichst kostengünstig zu arbeiten. Ihr könnt alte Regalbretter nehmen, die ihr irgendwo noch rumliegen habt. Ihr könnt alte Möbelbretter nehmen, Seitenteile oder Türen von Schränken, sowas in der Richtung. Schlussendlich irgendwas an Holzbrettern, was ihr noch rumfliegen habt. Zum Beispiel Spanplatte eignet sich halt auch. Die wird ja ganz oft als Verpackungsmaterial verwendet. Ich habe zum Beispiel mal Zimmertüren online bestellt. Die waren vorne und hinten mit einem riesigen Stück Spanplatte eingepackt. Und das ist natürlich perfekt, gerade weil man dann ein großes Stück hat. Ich verwende jetzt hier OSB-Platten. Die sind natürlich in letzter Zeit auch ein bisschen teurer geworden, aber haben immer noch ein relativ gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was den Preis pro Quadratmeter betrifft. Und die sind halt einfach relativ gut, was die Stabilität und eben auch die Biegefestigkeit betrifft, was ja gerade für so ein Regal schon eine Rolle spielt. Die hatte ich noch über. Ich habe nebenan in der Werkstatt meine Wand mit OSB verkleidet. Habe ich auch ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch oben gerade mal eben. Und die beiden Platten, die ich da noch hatte, verwende ich jetzt hier als Regalböden. So, gerade jetzt hier im Randbereich kann das mit den Brettern so ein bisschen kippelig werden. Die liegen ja jetzt quasi genau hier an der Kante auf, also sprich der Träger ist genau die Außenkante von dem Regalbrett. Und wenn man dann jetzt irgendwie was draufschiebt oder sowas, dann kann das Ganze auch schon mal so ein kleines bisschen verrutschen und dann könnte es halt relativ schnell passieren, dass sich das Brett runterrutscht und dann hier halt innen neben den Träger rutscht. Um das zu vermeiden, also genau, geht natürlich in beide Richtungen und das ist nicht schön, wenn man ein Regal hat. Und um genau das zu vermeiden, gibt es aus der Serie oder aus dem System hier solche speziellen Halter noch. Die werden mit diesem Schlitz hier auf den Träger gesteckt und können dann von innen mit dem Regalbrett verschraubt werden. Das sorgt dann eben für die nötige Stabilität bzw. dafür, dass eben das Brett auf den Trägern gesichert ist. Wenn ihr euch diese Halter bzw. diese Montagesituation auch noch sparen wollt im Sinne der Kostengeschichte, kann man natürlich auch hergehen und die Schiene mit dem Träger hier nach innen versetzen. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel 10 cm mit der Schiene nach innen geht, sitzt der Träger ja quasi hier mittig oder relativ weit nach innen unter dem Brett, sodass es eben nicht mehr abrutschen kann. Wenn man das an beiden Enden macht, ist das Brett auch vernünftig gesichert. Man spart sich diese Halterung. Geht auch, sieht man auch relativ häufig, dass das eben so montiert ist, aber bedeutet halt wieder, dass man hier aus diesem Rastermaß rausgeht und das versperrt euch halt die Ausbaumöglichkeit. So, und die weiteren Regalböden dann da reinbauen und so anpassen, wie ich das möchte, das mache ich dann eigentlich meistens zusammen mit dem Einräumen des Regals, dass man halt auch schon so ein paar erste Teile da reinsteckt. Dann kann man eigentlich ganz gut sehen, was kommt wohin, wo brauche ich noch ein bisschen Platz, kann das Ganze vielleicht dann sogar noch mal hin und her umstecken. Und füllt dann so das Regal und baut es dann im Endeffekt auch direkt fertig. So, schaut dabei, wie viel ihr auf die jeweiligen Regalbretter packt. Auf gerade so ein langes hier oben würde ich jetzt nicht unbedingt super schwere Sachen hier vorne an der Spitze drauf packen. Ich glaube, da steht auch irgendwo eine Belastungsangabe. Okay, hier steht 65 Kilo drauf. Ich denke mal, das gilt für diesen einzelnen Träger. Aber ja gut, es kommt natürlich auch maßgeblich darauf an, wie gut eure Wandbefestigung ist. Das heißt, ja, ich würde das glaube ich nicht bis ins Letzte ausreizen. Oben
passen jetzt gut meine Kissen von den Gartenstühlen drauf. Hier ist noch ein Planschbecken von unserem Junior. Das ist auch nicht allzu schwer. Hoffen wir mal, dass das hier oben den Winter überlebt. Ja, und dann ist das eigentlich auch schon voll und wir können direkt das nächste Regalbrett drunter. Fertig das Ganze. Ihr seht auch provisorisch eingerichtet. Mal schauen, was da noch alles drin landet, wenn wir erstmal den Garten komplett winterfest gemacht haben. Aber so weit, so gut, würde ich sagen. Schauen wir uns jetzt nochmal wirklich im Detail an, wie günstig das Ganze jetzt geworden ist, also was das Regal hier mit seinen ganzen Komponenten gekostet hat. Ich hatte ein paar Preise zwischendurch schon mal gesagt und wie gesagt, das sind jetzt Bauermarktpreise, die ich jetzt hier bei uns vor Ort gefunden habe. Wir haben hier oben die 50 cm Träger, drei Stück davon sind insgesamt 8,37 Euro. Wir haben hier die 35 cm Träger, auch drei Stück sind 4,77 Euro. Und hier unten die ganz kurze Variante, die 30 cm Träger, die drei Stück, 4,17 Euro. Hinten an der Wand sind drei Schienen, einreihige Schienen auf 1,50 Meter Länge, also auch drei Stück, macht 10,47 Euro. Befestigung habe ich auch noch mal mit dazu gerechnet. Ein Paket Fischer Duo Power 6x50 sind 40 Stück drin, bleiben also ein paar über, sind 7,79 Euro. Und die Schrauben hatte ich auch noch mit eingerechnet. Die Spax Universalschrauben 4,5x60, 3,49 Euro. Macht also für alle Regalkomponenten jetzt erstmal im ersten Schritt ohne Material für die Bretter 39,06 Euro. Wie gesagt, beim Material für die Bretter könnt ihr einfach irgendwas nehmen, was bei euch vielleicht noch zufällig vorhanden ist. Wenn nicht, wenn ihr auch OSB-Platten verwenden wollt, wie ich das hier gemacht habe, kommen die natürlich noch on top. Für die beiden OSB-Bretter, die ich hier verwendet habe, habe ich 26,12 Euro bezahlt und die mir zurechtgeschnitten. Da ist relativ wenig Verschnitt übergeblieben. Also ja, Pi mal Daumen sollte das passen. Ob es euch das wert ist, ob ihr das günstig findet oder ob ihr denkt, naja, das geht natürlich noch ein bisschen billiger, ist natürlich jedem selbst überlassen. Wenn ihr eine andere Idee habt, wenn ihr andere Komponenten habt oder noch einen günstigeren Vorschlag für eine Aufbewahrungslösung, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Kann nur die ganze Community von lernen. So, keine Frage, so ein Regal kriegt jetzt nicht gerade einen Schönheitspreis und wird auch mit Sicherheit nicht als Produktfoto in einem Katalog vom Hersteller landen. Aber es ist halt einfach super praktisch. Wir sind hier im Keller unterwegs. Es kommt einfach nicht so genau drauf an. Und wir haben so die Möglichkeit, wirklich relativ günstig ein Regal zu bauen, wo wir wirklich einfach eine ganze Menge Zeug unterbekommen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vielleicht ist der Ansatz in dieser Form auch was für euch gewesen. Noch ein interessantes Video habe ich hier für euch. Und zwar geht es da um einen Werkstattboden. Das ist auch eine perfekte Geschichte hier für den Kellerraum mit diesen PVC-Platten. Schaut da gerne mal rein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was neue Videos von mir angeht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.